Hallihallo und herzlich willkommen zum Dezember Newsflash. Wir wollen über Weihnachten reden und was man in Göttingen Feines machen kann. Neben Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt natürlich. Wie feierst du traditionell Weihnachten? Meistens mit der Familie. Da bin ich dann der einzige Mann unter einem Haufen Frauen. Dann sitzt man einfach gemütlich beisammen, spielt irgendwelche Gesellschaftsspiele. Es ist irgendwie für mich das Fest der Liebe. Ja, über Weihnachtsgeschenke habe ich mir schon Gedanken gemacht. Allerdings wollte ich dieses Jahr nichts schenken und auch nichts geschenkt kriegen. Also mittlerweile gehe ich halt dazu über, dass ich auch ein bisschen so frage, okay, was könntest du denn zu Weihnachten gebrauchen? Hast du hier an der Uni schon mal eine Weihnachtsvorlesung besucht? Habe ich nicht. Nein, Weihnachtsvorlesung war ich bis jetzt noch gar nicht. Also ich glaube, letztes Jahr hatte ich das vor, es hat dann aber nicht geklappt. Ich gehe in diesem Semester zu gar keiner Vorlesung. Am 1. Dezember hat das Unikino Göttingen, dieses Jahr in zwei Hörsälen, im ZAG bei ganzen 4 Vorstellungen den Kultfilm Die Feuerzambole gezeigt. Die Filmvorführung ist mittlerweile zur Tradition an der Uni geworden. Schon nach 5 Tagen waren alle Karten verkauft. Und das waren dieses Mal über 2700. Rekord. Während der Vorführung wurde natürlich Glühwein getrunken. Und außerdem konnten alle Zuschauer aktiv mitmachen. Zum Beispiel mit dem Einsatz von Taschenlampen, Weckern und Wunderkerzen. Mitsingen und Pfeifen wurde auch gerne gesehen. Ein richtiges Schmankerl also. Was ihr euch im Winter auf keinen Fall entgehen lassen solltet, ist Schlittschuhfahren auf der kultigen Eisfläche hinter der Göttinger Lokhalle. Wir von Univision waren vor Ort und haben uns das winterliche Spektakel mal für euch angeschaut. So, wir sind hier gerade auf der Schlittschuhlaufbahn an der Lokhalle. Und Nina, du hast das Ganze hier auf die Beine gestellt. Wer hat dir dabei geholfen? Naja, das Projekt ist hauptsächlich so ein Azubi-Projekt. Das heißt, wir von der Lokhalle, wir machen eine Ausbildung zur Veranstaltungskaufleuten und die aus dem dritten Lehrjahr organisieren das Ganze immer so als Abschlussprojekt quasi. Dieses Jahr waren das Laura Pavlik und Alissa Simmert. Wir sind, glaube ich, erst seit 4 Jahren wirklich unter freiem Himmel. Vorher war es immer in der Halle. Die kleinen Kiddies stehen schon nachmittags nach der Schule hier und wollen aufs Eis, sind total heiß drauf, Schlittschuh zu laufen. Und abends kommen dann eher so die Älteren, die dann mit ihren Freundinnen fahren, weil es dann auch schön ist, so im Dunkeln mit den ganzen Lichtern. Nach der Fahrt im Kalten kann man sich im Catering-Zelt mit einem heißen Glühwein wieder aufwärmen. Hier noch die Facts. Die Eisbahn hat unter der Woche von 15 bis 19 Uhr, Freitag sogar bis 21 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Noch bis zum 5.2.2017 könnt ihr als Studenten hier zum ermäßigten Preis von 4 Euro eure Fahrkünste zum Besten geben. Die Schlittschuhausleihe kostet 3 Euro für 2 Stunden und 1,50 Euro für jede weitere Stunde. Viele Fakultäten veranstalten zu Weihnachten besondere Vorlesungen. Am bekanntesten und am meisten besucht ist wahrscheinlich die Weihnachtsvorlesung der Chemie. Wer vorbeischauen möchte, am 22. Dezember von 8 bis 10 Uhr findet das Ganze im großen Chemiehörsaal statt. Aber kommt am besten 1-2 Stündchen früher, um die guten Plätze zu ergattern. Als kleiner Insider-Tipp, auch die Mathematik veranstaltet dieses Jahr zum ersten Mal eine Weihnachtsvorlesung. Los geht's am 21. Dezember um 18 Uhr in der Bunsenstraße 3 Maximum. Und wer nicht genug von Weihnachtsvorlesungen bekommen kann, für den gibt es noch eine Vorlesung vom Förderverein der Botanischen Gärten. True Colors, Farben der Natur. Die findet am 16.12. um 19 Uhr im großen Hörsaal im Albrecht von Haller-Institut in der unteren Karspiel 2 statt. Für die Kulturinteressierten unter euch bietet das Deutsche Theater eine Möglichkeit, sich schön weihnachtlich einzustimmen. Im Stück Josef und Maria wird der Blick vor allem auf einsame Menschen und ihre Probleme in der Weihnachtszeit gerichtet. Das Stück spielt in einem Kaufhaus. Deswegen verlegt das Deutsche Theater den Schauplatz in das Kaufhaus Wogon in der Barfüßerstraße 1. Klingt faszinierend und dazu ist der Eintritt mit dem Kulturticket auch noch kostenlos. Auch die Big Band XY Jazz hat einen weihnachtlichen Ohrenschmaus organisiert und präsentiert A Very Jazzy Christmas, Weihnachtslieder im Big Band Sound. Am Dienstag, den 20.12. um 19.30 Uhr in der Aula am Waldweg. Eintrittskarten gibt's für 12 Euro und ermäßigt schon ab 8. Wir wünschen euch besinnliche Weihnachten, lasst es ordentlich krachen und erholt euch gut. Und vielleicht gibt's ja auch ein kleines bisschen Schnee für die Schneebegeisterten unter euch.